Ja, schönen guten Abend, meine lieben Zuschauer. Heute Morgen habe ich ja ein Video gemacht zu dem Verbot von Kongpakt. Und jetzt muss man ja aufpassen, was man hier politisch sagt. Aber ich habe den ganzen Tag hier verfolgt, was Boris Reitschuster, was Tichys Einblick, wie hier die Lage ist. Nancy Faeser, hat sie da ihre Kompetenzen überschritten? Weil wir haben ja laut Artikel 5 im Grundgesetz eine Meinung und Pressefreiheit. Und hier sind auch schon technische Fehler aufgetreten. Ich fange mal oben an. Hier, was ich jetzt hier mal zusammengetragen habe, was für mich hier wichtig erscheint. Auch Peter Weber hat sich hier geäußert, weil wir alle müssen ja jetzt Angst haben, dass wir auch hier abgeschaltet werden oder dass morgen früh hier auch die Polizei vor der Tür steht. Hallo, hier ist die Demokratie. Bitte alles freiräumen, bitte alles ausräumen. Herr Sowieso, Sie sind verhaftet. Das gilt denn hier für Tim Kellner, Tichys Einblick, Julian Reichelt, Peter Weber, Deutschlandkurier, Boris Reitschuster und Dominik Kettner, Ernst Wolf, alle, die hier, sagen wir mal, in Deutschland wohnen, aber auch die nicht hier wohnen. Man kann über YouTube ja den Kanal schließen, Videos nicht mehr online stellen. Das geht ruckzuck. Und nochmal, es gibt überhaupt kein Gerichtsverfahren. Kompakt ist vorher in den letzten 20 Jahren nicht verurteilt worden, kein Gerichtsverfahren, nichts Negatives, also quasi aus dem Nichts jetzt hier Verbot. Und Julian Elsässer ist jetzt hier wirtschaftlich, finanziell erstmal ruiniert, wenn man den ganzen Möbel alles hier rausträgt. Aber ich werde euch gleich noch ein paar Sequenzen hier bei X zeigen, weil das ist ja noch unzensiert. Schaut da rein, ich kann euch nur, ja, somit ist hier, was habe ich schon morgen gesagt? 1984 hier, der große Bruder beobachtet uns, denunzieren, andere Meinung zählt nicht mehr, selbst wenn die Zeitschrift extrem rechts ist. Wir haben ja auch extrem linke Zeitungen, die ja auch nicht verboten werden. Und das ist ja auch eine Auslegungssache. Es gibt ja zu einem Punkt immer zwei oder mehrere Meinungen. Ja, entweder extrem links oder links oder extrem rechts, rechts, aber trotzdem haben wir hier noch eine Meinungsfreiheit und ein Staat muss das aushalten können, meiner Meinung nach. Gehen wir mal zurück. Also hier habe ich es gehört, dass hier bei der Spiegel-Affäre 1962, war ja auch, aber der Spiegel durfte weiter drucken, durfte weiter verkaufen und nachher gab es dann auch ein Gerichtsverfahren und da musste, glaube ich, auch Franz Josef Strauß hier zurücktreten, musste da zurückrudern und ich kann hier auch nur hoffen, dass hier Kompakt, der Julian Elsässer, dass der hier gerichtlich dagegen vorgeht. Das gleiche wie bei Julian Reichelt, der wurde ja auch irgendwie vom Staat hier angezeigt wegen falscher Aussage oder, ne, und das hat der Staat hier verloren. Und normalerweise muss ein Staat solche Kritiken aushalten, meine Meinung. Ne? Ja. Das ist, ne, wie ich gerade gesagt habe, Angriff auf die Pressefreiheit. Jeder darf ja sagen, was er möchte. Bis heute Morgen. Großes Fragezeichen. Ist hier jetzt die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit damit begraben? Möchte man jetzt hier testen? Dann ist ja hier alles auch immer hier ein Testversuch. Genau mit der Heizung. Wie weit können wir hier gehen? Wie weit regen sich die Leute jetzt nicht auf mit der freien Meinung und mal schauen, wer jetzt auf der Straße geht? Also hier muss man ganz klar sagen, hier ist meiner Meinung nach ein roter Faden oder ein Bereich überschritten. Frau Faeser, also ist meine Meinung, das geht so viel zu weit, irgendwas behaupten und auch hier machen sich schon hier Kubicki, auch Rechtsanwalt und technische Fehler, weil Kompakt ist kein Verein, sondern eine GmbH, also eine Firma. Ja, und es liegen ja gar keine Beweise vor. Das sind ja alles Vermutungen. Und ja, wie gesagt, dann kann man auch nachher die AfD ja auch verbieten, aber mal nicht so laut gesagt. Vielleicht geht der Weg ja dahin, weil Kompakt war ja das Sprachrohr auch für die AfD. Aber nochmal, hinter der AfD stehen 10, 20 Millionen Wähler. Tendenz stark steigend und weil man die nicht sachlich stellen kann, werden jetzt alle Helfer, Helfeshelfer, die da positiv über die AfD berichten, werden abgesägt, totgeschaltet, verhaftet und das wird, ist das der Anfang. Wenn sich das Volk nicht wehrt und hier harte Kante zeigt, aber wir werden sehen, was jetzt in den nächsten Wochen hier passiert, aber eigentlich sind wir doch hier in den Sommerferien.
so viel ich weiß. Und dann kommen solche Hammersachen raus. Es ist unfassbar. Und erstaunlicherweise kommt das einen Tag später raus, dieses Kompaktverbot, nachdem man jetzt, glaube ich, weiß, dass Donald Trump hier in Amerika die Wahlen gewinnt. Vielleicht wollte man das ja auch abwarten. Sollte Joe Biden gewinnen, lässt man vielleicht kompakt laufen. Und sollte Donald Trump Präsident werden, dann macht man das statt Mitte Februar 2025, hat man das jetzt ein halbes Jahr nach vorne geholt. Weil das muss ja von langer Hand vorbereitet sein. Meiner Meinung nach. Ne? Die ganzen Punkte, die hier aufgezählt werden, hier gegen Jüdinnen, Juden, gegen Israel, Hass und Gewalt, was verzerrte Berichterstattung, Hass und Hetze, das ist ja nicht verboten, das ist ja eine freie Meinung. Auch hier genau dieses Döp, 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 Deutschland den Deutschen, das ist ja eigentlich nicht verboten, ist zwar moralisch zu verurteilen, aber jeder hat eine freie Meinung und die darf man ja noch in Deutschland sagen, und ich muss ja jetzt auch aufpassen, dass ich nicht auch jetzt ich selber abgeschaltet werde und hier abgeholt werde. Man weiß es ja nicht, was hier noch alles in Deutschland passieren kann. Ne? Auf jeden Fall muss ich kompakt dagegen wehren. Das ist eine ganz klare Zensur, weil es ja kein Gerichtsverfahren gab, nicht strafbar, und das muss vor Gericht ausgetragen werden, vom Bundesverfassungsgericht. Aber wie lange dauert das jetzt? 2-3 Jahre, dann werden die Beweise von Herrn Elsässer nicht anerkannt, siehe bei der AfD, und dann bleibt das weiter verboten. Und so kann Faeser immer weiter die Sachen hier, oder das Innenministerium mit dem Verfassungsschutz immer weiter hier eine klare Zensur über die Pressefreiheit, über die freien Journalisten, über Boris Reitschuster und wie sie alle heißen, verhängen, nach und nach die Leute mundtot machen. Das steckt vielleicht dahinter. Hm? Könnt ihr meine Kommentare reinschreiben, solange wir es noch können. Dann sagt der Tichy ganz klar, der Staat muss kritische Themen aushalten, sachlich stellen. Und der Staat sind ja eigentlich wir, wie das Volk, macht eine Volksbefragung, ob kompakt hier offen weiter berichten darf oder nicht. Dafür braucht man eine direkte Demokratie, dass hier so eine Frau Faeser nicht aus Angst und Panik, weil die Mehrheiten verlieren, weil man unbedingt die AfD bekämpfen möchte im Osten mit solchen Maßnahmen. Das kann hier noch verheerende Folgen haben. Und wer hier alles betroffen ist, dann habe ich mal aufgeschrieben, Boris Reitschuster, Tichys Einblick, Julian Reichelt, kompakt ist jetzt weg, Peter Weber mit Hallo Meinung, Deutschland Kurier, Tim Kellner, den höre ich auch, und ich vielleicht selber. Ja, so ist das ja nicht. Aber hören wir jetzt mal kurz, was heute Abend um 19 Uhr im Heute gesagt worden ist. Also erstmal der Bericht, da seht ihr mal so ein paar Bilder, wie die Polizei da vor der Tür stand, ganze Möbel rausgetragen, und dann kommt diese Julian Tacke, Rechtsexpertin vom ZDF, was hier gesagt wird. Und ja, wie gesagt, es muss zum Gerichtsverfahren kommen, sonst ist hier die Pressefreiheit in Deutschland gestorben, sollte sich hier keiner dagegen wehren. Ne? Ich schalte euch mal hier jetzt um. Ne? In den frühen Morgenstunden rücken Polizeikräfte in mehreren Bundesländern aus, um die Räumlichkeiten der Medienplattform Kompakt zu durchsuchen, die seit heute verboten ist. Kompakt hetze auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie, so Innenministerin Faeser. Kompakt erscheint seit 2010 monatlich als Magazin, nach eigenen Angaben mit einer Auflage von etwa 40.000 Exemplaren, und will die neue Rechte vernetzen. Dazu gibt es unter anderem einen Videokanal, der bei YouTube 345.000 Abonnenten hat. Gründer und Chefredakteur ist der rechtsextreme Publizist Jürgen Elsässer. Henriette de Maizière berichtet. Brandenburg heute Morgen. In Falkensee durchsucht die Bundespolizei den Hauptsitz des Kompaktmagazins, der gleichzeitig als Wohnhaus des Chefredakteurs und Mitherausgebers Jürgen Elsässer dient. Vermögenswerte und Beweismittel sollen sichergestellt werden. Mit dem Verbot von Kompakt gehe sie gegen rechtsextremistische Brandstifter vor, so die Bundesinnenministerin in einem vom Ministerium verbreiteten Statement. Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene.
Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten. Das selbsterklärte Ziel ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft. Der Verfassungsschutz stuft Kompakt bereits seit Jahren als gesichert rechtsextremistisch ein. Im aktuellen Verfassungsschutzbericht werden Inhalte der Kompakt-Homepage zitiert. Wir machen keine Zeitung, indem wir uns hinter den warmen Ofen oder den Computer verziehen und irgendwelche Texte wie eine Laubsägenarbeit auf den Markt bringen, sondern das Ziel ist der Sturz des Regimes. Chefredakteur Jürgen Elsässer sieht sich heute als Opfer einer Verschwörung, sagt, das Medienprojekt werde verboten, weil es für die Herrschenden zu gefährlich geworden sei. Kompakt pflegt Kontakte zu wichtigen Akteuren der sogenannten neuen Rechten, unterstützt auch die AfD. Kritik der Alternative für Deutschland heute an Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Dass sie eine sehr ideologische Politikerin ist und das auch in die Politik reinträgt, mag man akzeptieren. Ich tue es nicht in der Position. Hier ist sie aber einen entschiedenen Schritt zu weit gegangen, was die Meinungsfreiheit in Deutschland angeht. Und ich bin der Meinung, sie müsste sich verbieten und dann auch entsprechend zurücktreten. Das Verbot bedeutet, dass die Kompakt-Redaktion nicht mehr publizieren darf, weder als Magazin noch online. Über das Kompaktverbot sprechen wir jetzt mit unserer Rechtsexpertin, mit Sarah Tacke. Guten Abend, Sarah. Abend. Das Kompaktmagazin, die Macher, die Inhalte werden ja schon seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet. Warum kommt das Verbot jetzt? Klar ist, das Kompaktmagazin verbreitet menschenverachtende, demokratiefeindliche Inhalte. Und das in der Tat seit Jahren. Wird deshalb auch seit Jahren beobachtet und ist seit 2021 auch als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Aber ein Medienunternehmen zu verbieten, ist äußerst heikel, weil die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit einen extrem hohen Schutz, einen im Grundgesetz garantierten Schutz genießen. Und das Bundesinnenministerium hat aber über Jahre diese Beweise sammeln lassen vom Verfassungsschutz und war jetzt der Ansicht, wir haben genügend Belege, haben das auf 79 Seiten dargelegt, zu beweisen, dass das Kompaktmagazin aktiv kämpferisch gegen unsere verfassungsmäßige Ordnung vorgeht. Deshalb heute nun das Verbot. Nun kann man ja davon ausgehen, dass es diverse juristische Gegenschritte gibt. Darum die Frage, wie nachhaltig kann dieses Verbot sein? Das letzte Wort haben vermutlich das Bundesverwaltungsgericht und vielleicht auch das Bundesverfassungsgericht. Es gibt Präzedenzfälle bei rechtsextremistischen, auch bei linksextremistischen Propagandaplattformen. Aber ein Fall wie das Kompaktmagazin, das natürlich ein bisschen größer aufgestellt ist als eine kleine Propagandaplattform, da gibt es keinen vergleichbaren Fall. Klar ist nur, die Hürde ist extrem hoch, wie das Bundesverwaltungsgericht, wie die obersten Gerichte entscheiden, völlig offen. Dann vielen Dank für die Einordnung, Sarah. So, erstens finde ich ja schon wieder eine Frechheit, Julian Elsässer hier als rechtsextrem zu bezeichnen. Wer entscheidet so etwas? Er ist noch nie verurteilt worden, ist ein freier Mensch, kann eine freie Meinung haben, aber wenn hier Islamisten die Rote Moschee, ein Kalifat in Deutschland fordern, das wird dann nicht verboten. Da geht man dann nicht dran. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen, weil Polizisten sich ja gar nicht mehr rantrauen, weil es direkt zu Straßenkämpfen kommt. Das wird alles hier geduldet, aber hier die AfD zu bekämpfen, das wird der nächste Schritt sein. Das ist meine ganz große Befürchtung, dass man hier mit Marco Wanderwitz hier jetzt im Oktober mit Kompakt als erfolgreich bezeichnet und dann die AfD komplett hier als ganz stark rechtsextrem einstuft und verbieten wird. Da bin ich mal gespannt, was dann hier in Deutschland los ist, sollte die AfD auch verboten werden. Da bin ich mal gespannt, was denn hier passiert, die ja auch seit 2017 im Bundestag frei gewählt ist und man kann denen eigentlich nichts anhängen. Genau das gleiche wie der Zeitschrift Kompakt. Jeder da hat eine freie Meinung, wie ich schon mehrmals gesagt habe und sehr zweifelhaft, aber ich schalte euch jetzt nochmal um zu X, was ich da gefunden habe. Da könnt ihr auch nochmal das googeln. Hochinteressant, müsst ihr nicht da euch anmelden, könnt ihr auch so, glaube ich, frei mitlesen als Gast, wer hier Angst hat, sich irgendwie die IP-Adresse, die weiß ja dann nachher auch jeder und das kann ja hier eine künstliche Intelligenz, muss ich damit rechnen, dass die Polizei bei mir auch direkt vor der Türe steht, wenn ich hier ne, bei wie viel? 350.000 Abonnenten, was ist denn, wenn alle Abonnenten jetzt auch alle als rechtsextrem eingestuft werden und eingesperrt werden bei Kompakt? Oder die ganzen Abonnenten, die die Zeitschriften da abonniert haben. Adresse ist ja bekannt.
Was geht hier ab? Was passiert? Was könnte das noch für Auswirkungen haben? Welche Wellen kann das noch alles schlagen? Ne? So, meine lieben Zuschauer, hier Boris Reitschuster, der ist ja auch hier immer aktiv. Alle posten jetzt hier, also das Thema ist hier, ne, Dr. Markus Krall hier auch, ne, Frau Faeser hat sich im Angriff auf die Meinung und Pressefreiheit nicht nur außerhalb der Gemeinschaft von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat gestellt, sondern das Gesetz ist flagranterweise übertreten und verletzt. Sie hat damit wahrscheinlich gegen eine Vielzahl auf Straßennormen verstoßen. Jetzt müssen sich alle Verteidiger und freiheitlich-demokratischen Grundordnung gegen diese Vertreterin einer neuen Diktatur auf deutschem Boden zusammentun. Genauer ist das, alle müssen zusammentun, da zähle ich eigentlich auch zu, aber alle hier, da muss gegen Fahrenhorst oder wie sie alle heißen, alle, die hier was von Recht oder hier Rupert Scholz, der auch ganz klar hier verurteilt und selbst hier Kubicki, Schadenersatz und hier die Faeser, muss eigentlich hier zurücktreten. Nur so kann man den neuen Faschismus gestoppt werden. Soweit diese Wellen schlägt das mittlerweile. Und ich gehe mal hier weiter. Muss ich glaube ich über Zoom machen. Ich gehe mal wieder zurück, weil hier, ne, Boris Reitschuster, Zitat, wenn es morgen um 6 Uhr an meiner Tür läutet und ich kann sicher sein, dass es der Milchmann ist, dann weiß ich, dass es die Demokratie lebe. Zitat, dann schürst du zu Hitlers Zeiten. Oder, ne, aber hier, das ist das Härteste hier, ne, Wolfgang Kubicki hat hier gepostet, das Vereinsrecht kann nicht als Hilfskonstruktion zum Verbot von Medien dienen. Der Satz von Nancy Faeser, Zitat, ich habe heute das rechtsextremische Kompaktmagazin verboten, ist daher problematisch. Denn das Vereinsrecht ermöglicht das Verbot von Vereinigungen und nicht von Medien. Die Äußerung der Innenministerin könnte den Verdacht aufkommen lassen, dass das Verbot der hinter Kompakt stehenden GmbH vorgeschoben ist. Das Ziel scheint hier ausdrücklich das Magazin und nicht die Gesellschaft. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es sich bei Kompakt um ein rechtsextremisches Blatt handelt und viel spricht dafür, dass man auf Grundlage des Strafrechts und der Jugendschutzgesetz in Verbindung mit dem Landespressegesetzen hätte handeln können und müssen. Gerade zum Schutz der Verfassung muss die Verfassung aber peinlich genau beachtet werden. Sollte das Verbot, was ich befürchte, gerichtlich aufgehoben werden, ist ein Rücktritt der Innenminister unvermeidlich. WK, Wolfgang Kubicki, ne? Das ist alles, bringt Faesers Rücktritt ins Spiel. Jetzt schlagen hier die ganzen Wellen hier hoch. Deutschland-Kurier ist vielleicht auch demnächst weg. Alle, ne, man wird vielleicht auch nachher, ja, das sind unsere neuen Kanzlerkandidaten. Also hier hochinteressant. Ne? Das soll es gewesen sein. Ich lade das Video hoch und schreibe Kommentare drunter, wie ihr das seht. Hier bin ich ja auch auf meiner Seite hier unten. Ne? Und bin ich nicht so aktiv. Hab hier auch nur wie viele Abonnenten? Follower 55, das ist nicht viel. Hier müsste man, ja, aber vielleicht wird man nachher hierüber wechseln, aber hier verdient man ja kein Geld, so viel ich weiß. Und damit ist das alles hier mit der Meinungsfreiheit vielleicht heute der Startschuss, der Anfang vom Ende gelegt. Ne? Man weiß es nicht. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.